Hallo und herzlich willkommen bei Wein verstehen leicht gemacht, dem Podcast für alle, die gerne mehr über Wein erfahren möchten. Mein Name ist Florian Bold, ich bin Weinakademiker und freue mich sehr, dich heute bei der dritten Sonderausgabe meines Podcasts Wein verstehen leicht gemacht begrüßen zu dürfen. Ja, nach einem knappen Jahr Pause für meine Sondersendungen gab es jetzt innerhalb kurzer Zeit ja die zweite und dritte Folge. Heute soll es darum gehen, dass ich euch gerne einen Vorgeschmack geben möchte, einen Teaser sozusagen, wie eine Online-Weinprobe aussehen kann. Ich habe euch ja in der zweiten Sonderausgabe angekündigt, dass ich demnächst in Kürze einen Online-Weinkurs anbieten möchte. Und dort werdet ihr dann auch die Möglichkeit haben, eine private Online-Verkostung mit mir zu buchen. Soll heißen, wir nehmen einfach miteinander Kontakt auf einer meiner Kanäle. Und wer Lust hat, mal über Skype beispielsweise mit mir direkt Weine zu verkosten, kann das gerne tun. Und wie sowas abläuft, wie sowas ablaufen kann, das wollte ich euch jetzt mit dieser Sondersendung demonstrieren. Dazu habe ich mich mit zwei Kollegen verabredet auf Skype. Einer von ihnen, Fabian, den habt ihr vielleicht schon mal auch in meinem Podcast gehört. Der hat schon mal eine Hörerfrage in Form eines Audioschnipsels bereitgestellt. Der hat die Weine ausgesucht aus einem Nachbarort von seinem Wohnort, wo er den Winzer besucht hat. Und die Weine haben ihm einfach ganz gut gefallen. Und weil er mehr über Riesling erfahren wollte, hat er dann sich einen entsprechenden Wein ausgesucht. Und wir verkosten den Wein dann zu dritt. Der dritte Kollege ist der Jürgen aus Österreich. Ja, wie ihr gleich merken werdet, ist es am Anfang unserer Gesprächsrunde unserer Weinverkostung noch ziemlich ernsthaft und fundiert. Dort werden wir noch ein paar Details zum Besten geben aus der Region, wo Fabian wohnt. Und dann mit zunehmendem Weingenuss wird es dann immer lustiger. Zum einen bereite ich mich natürlich auf das Thema, das ihr euch aussucht, ein bisschen vor, weil ich natürlich gewappnet sein möchte und auch ein bisschen Detailwissen weitergeben möchte. Deswegen ist Vorbereitung meinerseits natürlich nicht unerlässlich, aber es soll ja auch Spaß und unterhaltsam sein und im Zuge des Weingenusses wird es auch immer zünftiger und süffiger und irgendwann, denke ich, habe ich es dann besser abgebrochen, weil die Verkostung dann für euch als Hörer, Podcast-Hörer dann vielleicht nicht mehr ganz so ergiebig ist. Also lange Rede, kurzer Sinn, am Anfang gibt es noch was auf die Ohren zusätzlich zum Wein und dann driftet es langsam ab in meine erste Laber-Episode meines Podcasts. Aber es ist ja eigentlich ein guter Vorgeschmack, wie gleichermaßen unterhaltsam und informativ sowas ablaufen kann. Also liebe Hörer, ich begrüße euch zu unserem heutigen Weinabend mit zwei Kollegen von mir. Wir alle harren dem Corona-Schicksal, hocken zu Hause und sind alle drei Weintrinker, Weinbegeisterte und haben uns jetzt heute eben verabredet, einen Wein zu verkosten, den mein geschätzter Kollege Fabian ausgesucht hat. Und ich würde sagen, stelle ich doch mal einfach kurz selber vor, Fabian. Ich bin der Fabian, 37 Jahre alt, wohne aktuell in Alzenau in Unterfranken, dem Ort, wo auch der Wein herkommt, den wir heute verkosten. Und den Florian kenne ich seit knapp 20 Jahren. Stimmt, ja. Ewig lang. Ja, ich habe gerade auch noch mal nachrechnen müssen, aber ist schon eine ganze Weile. Ja. Und ich würde sagen, so seit 5 Jahren. Bitte nochmal. In deinem Fall sogar die Hälfte deines Lebens, wenn man es genau ausrechnet. Ja, und so seit 5 Jahren trinke ich, sage ich mal, mit einem anderen Bewusstsein Wein. Ich habe mir irgendwann vorgenommen, ich will weniger, aber dafür besseren Wein trinken. Und bin dann eingestiegen, mich so selbst ein bisschen
in die Thematik einzulesen und einzutrinken und bin dann irgendwann auf Florians Podcast gestoßen und musste feststellen, dass mit der Beschäftigung mit Wein dann im Prinzip auch der Genuss steigt und die Freude und die Leidenschaft. Und meinem Credo, was ich mir da gesetzt habe, bin ich mir größtenteils treu geblieben. Aber manchmal ist es jetzt halt auch so, dass der Wein besser geworden ist und ich auch mehr davon trinke. Das ist normales Schicksal. Ja. Aber es bereichert eindeutig mein Leben und ich finde es unheimlich interessant. Ja, also zur Ergänzung kann man vielleicht sagen, wir hatten ja auch schon das ein oder andere stundenlange Gespräch über Wein, wo gefühlt vielleicht mehr Fragen geöffnet worden sind, wie nicht beantwortet. Und ich glaube, deine Idee war jetzt einfach auch ein bisschen anhand eines konkreten Beispiels vielleicht das mal gemeinsam durchzudeklinieren, weil in dem letzten Setup, wo wir gesprochen haben, hat man die Gelegenheit eben nicht, einen Riesling gemeinsam zu verkosten. Ne? Genau. Gut, dann würde ich noch sagen, begrüßen wir noch Jürgen in unserer Runde. Servus Jürgen. Ja, servus. Bist du aus Österreich? Ja, genau. Ich probiere, dass ich möglichst so spreche, dass ihr mich auch verstehen könnt. Ja, finde ich aber schon mal sehr gut, weil wenn ich meine Analytics anschaue, also österreichische Hörer spielen im Augenblick vielleicht 10% meiner Hörerschaft ein und da würde mich natürlich freuen, wenn wir jetzt mit einer kulturellen Hilfe Österreich auch noch mit erobern könnten. Ja, das freut mich natürlich sehr. Ich bin gleich alt wie der Fabian, mehr oder weniger, den Florian kennengelernt haben wir uns ja schon vor 18 Jahren mittlerweile fast. Ja. Und ich bin zu diesem Gespräch halt dazugekommen, mehr oder weniger über den Fabian, mit dem ich mir doch auch öfters mal über einen guten Wein unterhalte, beziehungsweise auch die Flasche leere. Weinbegeisterung ist bei mir so mittlerweile auch schon vor 10 Jahren eigentlich so ein bisschen entstanden. Eigentlich ganz witzige Geschichte auf der Hochzeit von einem guten Freund von mir, hat mir sein Schwiegerpapa, der totaler Weinfan ist, mir die Geschichte über die Flasche Wein erzählt, die wir damals getrunken haben. Und bis dahin eigentlich bekennender Nicht-Weintrinker hat mir das tatsächlich so fasziniert, dass ich seitdem auch nicht mehr ganz davon losgekommen bin. Mhm. Und habe dann über die Jahre festgestellt, dass wir in Österreich mittlerweile eigentlich recht bis sehr guten Wein haben. Und Absolut. Dadurch hat sich die Begeisterung natürlich nochmal ein bisschen gesteigert. Ja. Mittlerweile geht es auch ohne Glykol. Und wer weiß. Und vielleicht hat das dem österreichischen Wein gar nicht geschadet im Nachhinein, muss man sagen. Ja, da muss ich da absolut recht geben. Also die Glykol-Affäre damals, die liegt ja jetzt auch schon mehrere Jahrzehnte zurück. Ich glaube, wenn ich es jetzt nicht ganz falsch im Kopf habe, war das in den 80er Jahren. Genau. Das heißt, das sind ja jetzt schon über 30 Jahre. Und war natürlich eine Vollkatastrophe. Ja. Das war fast beispiellos im europäischen Weinmarkt, dass so eine breite Krise ein Land erfasst hat. Aber man muss ehrlicherweise sagen, die Österreicher haben es im Nachgang dann schon sehr, sehr gut verstanden, diesen Neuanfang, der tatsächlich dann war, eigentlich für eine totale Konzentration auf Qualität zu nutzen und sind mittlerweile qualitativ absolut in der Spitze angekommen. Also es gibt ganz, ganz große Weingüter in Österreich, die weltweit bekannt sind und Österreich natürlich jetzt mit seinem Aushängeschild Grüner Veltliner dort auch eine Nische besetzt, die jetzt kein anderes Land quasi vorher inne hatte. Heute haben wir ja einen Riesling. Ich weiß nicht, was trinkst du sonst für Weine ganz gerne, Jürgen? Bist du auch beim Riesling gerne? Oder? Weiß bin ich eigentlich ganz gern beim Rieslinger, beziehungsweise Grüner Veltliner bin ich eigentlich natürlich, als Österreicher muss man da dabei sein. Logisch. Für mich so ein Favorit tatsächlich bei den Weißen ist auch noch Sauvignon Blanc, trinke ich sehr gern. Mhm. Wobei ich gerade bei der Rebsorte sagen muss, dass man da bin ich Österreich nicht treu. Da finde ich, sind die österreichischen für mich, von der Geschmacksrichtung her bin ich da eher Richtung Südafrika, Neuseeland unterwegs. Mhm. Okay, ja, also Neuseeland hat natürlich einen ganz neuen Sauvignon Blanc-Stil begründet. Mit sehr krautigen, sehr grünen Noten, also viel Paprika, viel Gras, viel Heu,
weiße Johannisbeere, das ist jetzt eigentlich genau nicht das, was man in Österreich findet, ne? Weil dort sind die Sauvignon Blancs viel, viel schlanker und gar nicht so expressiv in der Aromatik, wie man es jetzt aus Neuseeland kennt. Also eher oft, als ich vor 2 Jahren das letzte Mal in Wien war, auf der Vivinum, Wiens größte oder Österreichs größte Weinmesse überhaupt, die alle 2 Jahre stattfindet, heuer leider ausfällt wegen Corona, war in der großen Verkostung waren sehr viele Sauvignon Blancs am Start. Und man muss ehrlicherweise sagen, in der Blindverkostung sind die österreichischen Sauvignon Blancs in vielen Fällen kaum vom Grünveltliner oder auch vom Riesling zu unterscheiden, weil sie eben alle sehr, sehr säurebetont sind und von der Stilistik her eher auch so gemacht werden. Also da, aber gut, da kannst du es unterscheiden. Es ist ja auf jeden Fall schon mal was, dass du sagen kannst, es muss nicht Sauvignon Blanc sein, sondern Sauvignon Blanc aus Neuseeland. Das ist ja schon mal die nächste Stufe dann. Tatsächlich, jetzt muss ich da nur kurz in Ergänzung noch was sagen, weil wir gerade beim österreichischen Weißwein sein. Was nicht schlecht ist und was viele tatsächlich auch nicht kennen, ist der gemischte Satz aus Wien. Ja. Das ist eigentlich so, wenn ich mit meiner Familie zusammensitze, sage ich mal so unser Haus- und Hofwein mittlerweile geworden. Super. Witzigerweise. Mhm. Also der Wiener mischte Satz, der kommt demnächst auch im Podcast dran. Kann noch ein paar Monate dauern, aber das ist auf jeden Fall ein ganz spannendes Produkt aus Österreich, was sehr untypisch ist. Vielleicht kurz zur Erklärung, weißt du, was ein gemischter Satz ist, was ihn auszeichnet? Ja, auf die Details, da verlassen wir dann besser auf die Klare. Ja. Also der gemischte Wiener Satz oder gemischter Satz allgemein ist zunächst mal, dass in einem Weinberg verschiedene Rebsorten gemeinsam angebaut werden. Und zum Teil weiß man auch gar nicht, welche Pflanze zu welcher Rebsorte gehört. Und das Interessante daran ist eben, die können zu unterschiedlichen Zeitpunkten geerntet werden, weil man es an der Rebe schon erkennt, wie weit die Reifung vonstatten ist. Aber in der Regel werden die gemischten Sätze gemeinsam vergoren. Also alle Rebsorten werden gemeinsam vergoren. Insofern ist es zwar eine Cuvée, aber normalerweise werden Cuvées aus getrennt vergorenen Weinen verschnitten. Aber beim gemischten Satz ist es eben so, dass quasi schon der Anbau die Cuvée macht. Ja, also in einem Weinberg stehen mehrere Rebsorten. Heutzutage weiß man es, weil man DNA-Analysen gemacht hat, welche Pflanze welche ist, oder man erkennt es auch an den Blättern oder an der Rebform. Aber grundsätzlich ist der gemischte Satz eben das gemeinsame Vergoren des Leseguts aus unterschiedlichen Rebsorten. Und der Nussberg zum Beispiel ist eine Lage im Wiener Weinanbaugebiet. Das ist so die beste Lage für gemischter Satz. Und eben dort gibt es auch Lagenweine. Also es ist, obwohl es eine Cuvée ist, und es so vielleicht nicht so hundertprozentig ausdefiniert ist wie andere Weinsorten, gibt es eben auch Lagenweine aus gemischter Satz. Ich persönlich mag die auch sehr, sehr gerne. Es sind ganz spannende Produkte abseits von Mainstream, zumindest wenn man jetzt nicht in Österreich oder in der Wiener Gegend wohnt, dann ist das schon sicherlich was Besonderes. Super. Ist das auch noch woanders hergestellt? Ja, also grundsätzlich, also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht hundertprozentig, ob gemischter Satz eine geschützte Bezeichnung ist, weil eigentlich meint man damit halt den Anbau, dass in einer Anlage mehrere Rebsorten sind. Ich glaube, das kann man woanders auch verwenden. Aber wenn man ihn in Wien anwenden möchte, diesen Titel, dann muss man bestimmte Auflagen erfüllen, dass man eben ihn gemischten Satz und Wiener gemischter Satz ist dann eben nur Wein, der auf der Stadtfläche Wiens stattfindet. Also das ist ja auch das Besondere an Wien. Es ist ja die Hauptstadt weltweit mit dem größten Weinanbau überhaupt. Es gibt keine Hauptstadt auf der Welt, die mehr Weinbau in ihren eigenen Stadtgrenzen betreibt wie Wien. Und deswegen Wiener gemischter Satz. Das Wiener ist eigentlich schon die geschützte Ursprungsbezeichnung für diesen Weinstil gemischter Satz. Aber gemischter Satz gibt es woanders auch, weil früher wusste man es auch in vielen Fällen gar nicht so genau. Bei Rebanlagen hat sich oft was drunter gemischt, ohne dass man es jetzt explizit benennen konnte. Super, dann würde ich sagen, dann starten wir jetzt mal mit dem Wein. Und Fabian, vielleicht erzählst du uns nochmal ein paar Takte, wie du zu dem Winzer oder zu dem Wein gekommen bist und was du uns da heute ausgesucht hast. Ja, also ich habe mich lange nicht an Riesling rangetraut, weil es da familienbedingt große Vorbehalte gab. Meine ganze Familie hat keinen Riesling getrunken, weil ihnen der immer zu säurebetont war.
Und ich bin dann irgendwann über ein Gespräch mit einem Amerikaner, der mich darauf gebracht hat, dass wir doch in Deutschland so tollen Riesling hätten, bin ich drauf gekommen und habe mir vor den Kopf gestoßen, Mensch, da hat er wahrscheinlich recht, ich muss da doch mal mitreden können und habe mich jetzt so ein bisschen in den Riesling reingekostet. Stehe da aber auch noch am Anfang. Und hier in Alzenau Unterfranken haben wir ein paar Weinberge, ein paar Winzer. Die machen ansonsten viel Silvaner, Weißburgunder, Müller-Thurgau, Spätburgunder auch. Ja. Und auch eben ein bisschen Riesling. Also in der Tradition, historisch ist es wohl sogar eine bedeutende Riesling-Region, was ich so inzwischen gehört habe. Aber meine Erfahrung ist, dass jetzt so in der Praxis in den Weinschenken deutlich weniger Riesling eigentlich ausgeschenkt wird. Nichtsdestotrotz habe ich inzwischen zwei Rieslinge gefunden hier, einmal vom Höfler in Alzenau und einmal hier vom Nils Hohnheit, die mir sehr gut gefallen. Und auf den Nils Hohnheit bin ich gekommen über meine Eltern, die hier grundsätzlich immer wieder neue Winzer abklappern und dort hängen geblieben sind und mir dann irgendwann gesagt haben, Mensch Fabian, da musst du mal hingehen. Der Nils ist wirklich ein sehr junger Winzer, war wohl in Alzenau auch eine Zeit lang jüngster Unternehmer überhaupt. Mit 21 hat er wohl den Betrieb übernommen, aber nicht geerbt oder so, sondern es war quasi ein das Weingut von Freunden der Familie. Und das ist jetzt 4 Jahre her. Und ich meine, letztes Jahr oder so hat er dann seine Meisterarbeit quasi abgefüllt. Und das ist dieser Riesling vom Hörsteiner Abtsberg 2018. Aus dem Eichenfass. Das Weingut liegt quasi am Hahnenkamm. Das ist die erste Spessart-Erhebung, wenn man aus der Rhein-Main-Ebene ostwärts fährt. Und der hat so etwa 300 Meter Höhe. Und dieser Riesling hier jetzt, der stammt eben aus der höheren Lage. Also was auch immer man da jetzt, also Höhe ist natürlich relativ. Es geht so 200 Meter hoch und unter der Waldkante, da kommen diese Reben her, wächst auf Urgestein, also und wie gesagt, ist im Eichenfass gereift und ich hatte ihn zuletzt mit Sushi und mir hat er extrem gut gefallen. Ich fand ihn sehr ausbalanciert, eine angenehme Säure, schön komplex und ja, er hat Spaß gemacht und den Trinkfluss angeregt. Und ich hoffe jetzt einfach, es geht euch ähnlich. Es ist ja auch oft mit dem Wein so, dass dann beim nächsten Mal denkt man, oh hoppla, was habe ich mir da eigentlich schon wieder gekauft? Schmeckt doch jetzt ganz anders. Und ich habe zum Vergleich hier noch eine Flasche vor mir stehen, vom gleichen Winzer auch ein Riesling, aber 2 Jahre älter und aus dem Stahltank. Also nicht aus dem Eichenfass. Und ich mache für mich da, ziehe da auch nochmal den Vergleich. Du hast gesagt Holzfass, weißt du, wie groß das Holzfass ist? Hast du da Infos? Wie groß ich, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es Spessart-Eiche ist. Na, immerhin. Ja, das ist, also Eiche ist natürlich das Standardholz für Holzfässer. Ich frage nur deswegen, weil wenn man Holzfass hört, denkt man normalerweise in erster Linie an Barrique-Fässer. Das sind die 225-Liter-Fässer, was aber für Riesling-Ausbau eher untypisch ist, weil was die Riesling-Rebsorte auszeichnet, ist der sehr blumige, florale, fruchtige Aromen. Und Sauerstoff oxidiert eigentlich die chemisch empfindlichen Aromaverbindungen relativ schnell. Deswegen ist der klassische Holzfassausbau im Barrique-Fass mit Abgabe vielleicht noch von Holzaromen eher untypisch oder passt eigentlich nicht so gut zur Rebsorte. Aber die Franken, und nicht nur die Franken, aber dort besonders, haben sich natürlich schon darauf spezialisiert, auch Silvaner in sogenannten Stück- oder Halbstückfässern auszubauen. Das sind dann so 5000 Liter Teile, die auch uralt sind. Wenn man mal in Würzburg ist, kann man zum Beispiel auch an der
an der Hofkellerei in der Residenz eine Führung machen und kann sich dort eben auch die tatsächlich über 100 Jahre alten Holzfässer anschauen. Und die geben natürlich kein Holzfassaroma mehr ab. Aber was sie natürlich schon machen, ist, sie sind halt nicht so 100% dicht wie Stahltank. Das heißt, ein bisschen Sauerstoff gelangt schon in den Tank mit rein, was den Wein insgesamt dann schneller reifen lässt und vielleicht ein bisschen runder erscheinen lässt. Ja, deswegen wäre es jetzt interessant gewesen, wie groß das Holzfass ist, aber vielleicht schmeckt man es ja auch gleich. Ja, du hast schon gesagt, meine Frau ist ja Würzburgerin, deswegen kenne ich mich in Franken mittlerweile auch ein bisschen aus und mit den Begriffen, was welches Franken wo ist und so weiter, weil wo wir uns ja jetzt bewegen, ist nicht nur Unterfranken, sondern ja Mainfranken. Da wird ja auch nochmal unterschieden. Und weil es immer noch nicht reicht, gibt es ja das sogenannte Main-Dreieck und das Main-Viereck. Wenn man jetzt eine Karte anschaut, dann wird es auch relativ schnell klar, weil der Verlauf des Mains eben diese Grundformen so ein bisschen nachzeichnet. Und Alzenau, wer es jetzt nicht so gut kennt, wir bewegen uns hier quasi im Norden von Aschaffenburg. Ganz grob gesagt, Seligenstadt, Aschaffenburg. Wie weit ist Aschaffenburg weg, Fabian, von dir ungefähr? 50 Kilometer. 50 Kilometer immerhin schon, ja. Also wenn man sich die Weinanbaugebiete von Franken anschaut, dann muss man sagen, dass dein Gebiet, wo du jetzt wohnst, Alzenau, ist ja quasi das letzte Haar vom Schwanz des bayerischen Löwen. Das ist ja fast schon Hessen. Und es ist in der Tat die äußerste Ecke, die äußerste nordwestliche Ecke, was von dem Qualitätsanbaugebiet Franken abgedeckt wird. Und in der Tat ist es aber auch, wie du schon gesagt hast, ein sehr traditionsreiches Anbaugebiet. Ich habe es jetzt selber nachgelesen aus Vorbereitung für heute. Und zwar wurden dort schon im 10. Jahrhundert auf dem Abtsberg eben Reben angebaut, was also über 1000 Jahre. Das ist natürlich schon extrem. Ich glaube, recht viel länger hat in Deutschland Weinbau auch gar nicht stattgefunden. Ich meinte, los ging es übrigens im Raum Regensburg im 8. Jahrhundert. Weil Bayern hatte auch tatsächlich eine Weinphase, bevor es Bier überhand genommen hat. Und 2006 habe ich erfahren, da hat sogar der Papst Benedikt damals einen Riesling aus der Lage serviert bekommen, musste er sogar probieren. Ja. Musste er durch. Musste er durch. Ja. Einen säurebetonten Riesling musste er dann doch verkosten. Die Lage an sich, also es steht auch auf dem Etikett grundsätzlich zu der Flasche. Ich werde dann das Bild auch natürlich entsprechend noch verlinken und auf meiner Homepage dann zeigen. Das Etikett an sich, würde ich sagen, kann man eher nüchtern bezeichnen. Und das Wesentliche steht vorne drauf. Ein Rücketikett hat schon mal gar nicht. Und er spricht einfach jetzt von der ganzen Aufmachung her für ein kleines handwerklich jetzt geführtes Unternehmen oder Weingut, wo sympathischerweise, und ich finde das eigentlich ganz gut, dass jetzt nicht so viel Arbeit und Geld in Etikett investiert wird, sondern sich vielleicht mehr aufs Weinmachen konzentriert wird. Aber das Entscheidende steht vorne drauf, Hörsteiner Abtsberg ist eben die Einzellage, aus der der Wein heute kommt. Ja. Hast du eine Ahnung, Fabian, warum der 10. Schluck kostet? Ja. Ja, Florian, erklär es besser wahrscheinlich. Nee, weiß ich jetzt gar nicht. Ist das Zehntel vom, ja, genau, vom Gebiet oder was? Oder? Ja, das war früher die Abgabe natürlich an wen war das da? An die, ach, an die Kirche. Oder wie? Ja. Ja, okay. Und das ist Zehnt. Ja, und natürlich das Beste. Das Beste, ja, okay. Ja, okay. Ja, gut, dann haben wir wenigstens den richtigen Schluck heute. Ja. So, dann schauen wir mal. Ja. Wird es endlich Zeit, oder? Jetzt wird es langsam Zeit nach dem ganzen Vorgeplänkel, ja. Also ich finde, wenn man die Flasche öffnet, dann kommt schon mal ein richtiger Aromaschwung hier auf einen zu. Ja, also zunächst mal von der reinen Optik her würde ich sagen, ist es, der Fabian trinkt zwar ja auf der Flasche. Ja, klassische Rieslingfarbe, ne? Bisschen blasses Zitronengelb, vielleicht ein bisschen grüne Reflexe, aber ansonsten eher klassisch. Habt ihr schon reingerochen in den Wein? Mhm. Erstmal, der heiße Tipp ist immer erstmal ungeschwenkt reinriechen. Ja, ist immer ein Reflex. Das geht mir auch so, sobald ich ein Weinglas in der Hand habe, fange ich an zum Schwenken.
Was habt ihr in der Nase? Könnt ihr das beschreiben? Wollt ihr das beschreiben? Also ich würde jetzt auch klassisch Riesling sagen, aber jetzt die Nuancen da, das würde ich lieber dir überlassen. Ja, also ich denke mal, so Apfel und... Ja, sag ruhig, Jürgen. Ja, ich habe mir gerade überlegt, so irgendwie so ein bisschen Zitrus ist auf jeden Fall drinnen. Ja. So Richtung Apfel auf jeden Fall recht stark. Grüner Apfel und Aprikose ist so das Zweite, was hervorkommt. Ich glaube, in Österreich Marillen, ist das das? Genau, Marillen. Marillen sagen? Es erinnert mich so leicht an den Marillenschnaps meines Onkels. Ja. Also das ist relativ typisch, sage ich mal. Ja. Die grüne Apfel, Aprikose ist so das, was ein gescheiter Riesling eigentlich mitbringen sollte. Das hast du mir im Vorgespräch gesagt, Fabian, du hast irgendwie erzählt bekommen, dass das... die Region besonders gut für Riesling geeignet sein sollte. Was hast du da erzählt bekommen? Also historisch ist es wohl eine bedeutende Riesling-Region gewesen vor allem. Also ja, wie weit das jetzt immer noch so ist, also ich persönlich würde es bezweifeln, aber da mag mich mein Eindruck auch noch täuschen. Ich kenne hier noch längst nicht alle Winzer. Aber es gibt wohl einfach ein paar prominente Rieslinge, die hier eben auch international verköstigt und verkauft wurden. Du hast gesagt, der Papst und nach England wohl zur Königin auch. Mhm. Das kann ich jetzt erstmal nur so weitergeben von dem, was ich gehört habe. Genau. Ja. Dann schwenk mal das Glas und schau mal, ob sich der Wein dann verändert. Wenn er ein bisschen Luft bekommt. Ändert sich was? Tritt was mehr im Vordergrund? Oder? Bisschen verhaltener jetzt, würde ich sagen. Mhm. Also mir kommt auch vor, dass die Säure, die am Anfang so recht dominant war, jetzt mehr oder weniger geworden ist. Mhm. Ja, das ist... da muss man gleich mal mit einem weit verbreiteten Irrglaube aufräumen, weil Säure kann man nämlich nicht riechen, sondern Säure ist eine Geschmacksrichtung und dazu braucht es nämlich die Zunge. Fabian geht auf Tauchstation. Oh mein Gott, bist du sicher, dass du mit uns weiterreden willst? Ja, das klappt ganz gut. Was du gemeint hast, war, du hast es ja schon gesagt, war die Zitrusaromatik. Und wenn wir Zitrone riechen, assoziieren wir natürlich damit immer ein Säureempfinden. Ja? Weil normalerweise, wenn man Zitrone riecht oder beim Essen riecht, dann schmeckt man es natürlich auch. Deswegen ist es völlig normal, dass man häufiger hört, ich rieche da eine Säure, aber im Prinzip ist es die Zitrusaromatik, ne, die man da riecht. Und die ist in der Tat jetzt ein bisschen in den Hintergrund gegangen. Ich weiß nicht, der Wein wirkt insgesamt, würde ich schon noch sagen, auch sehr mineralisch. Also ich finde, man merkt schon, dass es den Boden ganz gut widerspiegelt. Es hat schon so ein bisschen eine Note von nasser Stein. Also damit meint man immer etwas, wenn man Granit oder Schiefer nass macht oder auch den Eindruck, den man vielleicht hat, wenn es nach langer Zeit das erste Mal wieder geregnet hat. So ein bisschen mineralisch meint man damit. Ja. Und was der Wein jetzt noch hat, ich weiß jetzt nicht, ob es an meinem Glas liegt, aber er hat schon auch so eine leichte Petrolnote. Ja. So ein bisschen medizinal, ein bisschen nach Benzin, aber man sagt dazu beim Riesling eigentlich immer Petrol. Und das ist eigentlich so eine Erscheinung, die beim Riesling immer auftaucht, wenn er reift. Ja. Also Riesling zählt ja generell zu den wenigen weißen Rebsorten, die sehr, sehr gut reifen, weil sie eben viel Säure haben. Das stabilisiert den Wein. Deswegen haben viele Rieslinge ein sehr langes Haltbarkeitsdatum. Und Rieslinge, die altern, entwickeln eben diese typische Petrolnote. Ja. Und das hat der Wein jetzt für mich schon ein bisschen, wobei das mit 2018 jetzt ein bisschen nicht zusammenpasst mit dem Bild. Kann aber daran liegen, dass er eben im Holzfass war. Ja, weil das beschleunigt, wie eingangs gesagt, die Reifung. Wie ist bei deinem Wein, Fabian? Der ist ja 2 Jahre älter. Ja, also ich hätte es jetzt nicht so genannt, oder aber vielleicht, ja,
ist da meine Nase noch zu ungeschult für diesen Petrolcharakter. Das habe ich ja jetzt schon öfter gehört, dass es Weine gibt, wo man diese Note wahrnehmen kann. Ich habe es selbst persönlich noch nicht bewusst wahrnehmen können. Aber meinst du mit Altern, also ich meine, wann hört ein Wein auf zu altern? Also jeder Wein altert ja in einer gewissen Art sowieso. Also du meinst jetzt nicht reifen? Ist das was anderes als altern oder... Ja, also sagen wir mal so, er hört nie auf zum Altern, bis er stirbt. Ja, das ist so ähnlich wie bei Menschen. Ich sage mal, als Reifung würde man vielleicht den Teil des Alters bezeichnen, der positiv belegt ist, wo der Wein noch profitiert und an Komplexität zulegt. Ja. Und dann spricht man halt immer von dem sogenannten Trinkfenster. Das ist halt das Alter, wo der Wein in Höchstform ist, wo er am meisten Spaß macht. Ist aber ganz ehrlich gesagt auch eine Frage, was man lieber trinkt. Es gibt halt viele Leute, die trinken halt gerne die jüngsten Jahrgänge, die frischen Jahrgänge, die halt sehr fruchtbetont, sehr säurebetont sind, wenn wir jetzt beim Weißwein bleiben. Und gerade bei Silvaner, Grüner Veltliner, Riesling gibt es halt eine Fraktion, die halt sehr, sehr gerne die gereiften Weine bevorzugt, weil da halt eben dann die sogenannten Tertiärnoten dazukommen, die halt für junge Weine nicht haben. Und beim Riesling explizit wäre halt dort diese Petrolnote halt sehr, sehr typisch. Und das ist halt, was in der Reifung, also in dem positiven Altwerden des Weines sich bildet. Und wenn man dann aus dem Trinkfenster herausfällt, dann hat man nur noch Alterungsnoten und der Wein ist eigentlich dann hinüber. Entweder ist er oxidiert, zu Essig geworden oder hat halt alles an Komplexität und Primärfrucht verloren. Ja. Mhm. Also Altern, so vielleicht der Oberbegriff, und Reifung ist dann das, was die positive Aspekte des Altwerdens dann hervorhebt. Ja. Ja, es ist, also ein bisschen ist es da. Es ist jetzt nicht übertrieben, aber du hast jetzt auch einen anderen Wein, deswegen kann es jetzt auch sein, dass dein Wein das jetzt zum Beispiel noch nicht hat. Ja. Dann probieren wir ihn vielleicht einfach mal, schauen wir mal, wie er uns im Mund fällt. Zum Wohl, Prost. Zum Wohl. Salute. Mhm. Was sagst du? Spannend, tatsächlich anders, als ich ihn erwartet hätte, jetzt so ein bisschen. Mhm. Weil? Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wie ich das jetzt in Worte fassen kann. Also ich habe den Eindruck, dass er im Abgang, wenn man das so nimmt, so recht säurehaltige Nuance drinnen hat. Mhm. Aber die witzigerweise nur am Ende. Mhm. Versuch's mal nachzuvollziehen. Mhm. Ja, also hinten, so nach der guten Hälfte, würde ich sagen, kann ich dir zustimmen, kommt noch so eine Säurespitze, die ja, jetzt vielleicht deswegen hier mehr auffällt, weil der Wein vorne eher gar nicht so säurebetont wirkt, wie man es jetzt vielleicht für Riesling erwarten würde. Wenn man jetzt diesen Säurebogen von Anfang an auf hohem Niveau durchziehen würde, dann würde das hinten raus gar nicht so prägnant auffallen. Aber der Wein wirkt vorne, finde ich, schon relativ abgerundet und geschliffen, könnte man da jetzt sagen. Also es wäre harmonisch gar nicht so ein Säurekracher, wie es manchmal bei Riesling ist, liegt einfach an dem Holzfassausbau. Ja. Das ist jetzt der Unterschied, den das Holzfass macht. Aber es war auf jeden Fall kein neues Holz, das kann man schon sagen. Also ich spüre jetzt von der Holzaroma eigentlich keins. Das muss altes Holz gewesen sein und wahrscheinlich auch nicht Barrique, sondern vermutlich größere Fässer. Ja. Aber dass der vorne so... Also Riesling beschreibe ich oft, das ist gerne, geht es wie ein Schwert durch die Zunge, ist sehr fokussiert, sehr, sehr geschliffen, sehr scharf, sehr auf den Punkt gebracht, wegen den sehr, sehr hohen Säurewerten. Und hier ist es schon nicht das Florett. Ne? Das ist schon vielleicht einfach ein bisschen breiter, ein bisschen abgerundeter, ein bisschen,
bisschen harmonischer vielleicht für den einen oder anderen, der Säure nicht so sehr mag. Aber hinten raus ist es dann genau das, was du sagst, Jürgen, dann schlägt der Riesling dann doch nochmal einen Haken und gibt noch mal so einen Säurekick mit. Was sagst du, Fabian? Du hast ihn ja noch auf der Zunge, hast gesagt. Ja. Also in der Erinnerung, ne, aber das ist natürlich auch mal wieder so ein bisschen schwierig. Ich hatte ihn, wie gesagt, tatsächlich mit Sushi. Das ist nochmal wieder was anderes, als wenn man ihn jetzt hier ohne Essen eben nicht als begleitenden Wein trinkt. Ich fand den ihr jetzt im Glas hat, also den Jüngeren aus dem Eichenfass, fand ich noch ein bisschen frischer und vielleicht noch eine Note komplexer als den ich jetzt im Glas habe. Aber ich muss schon auch sagen, dass es ein Riesling ist, der mir gut gefällt jetzt. Also von der Balance finde ich ihn gelungen. Also es ist nichts, was jetzt gleich so durchschlägt, was so dominiert, dass es alles andere unterdrückt, sondern ich finde, da ist natürlich eine gute Säure dabei, aber eben auch die Frucht. Also das finde ich sehr gut ausbalanciert. Von der Länge ist es moderat. Intensität finde ich gut, also sehr angenehm. Und von der Komplexität finde ich, ist es, könnte man noch ein bisschen was nachlegen. Aber ich sag mal, für so ein, also wir reden jetzt hier bei dem Wein, den ich im Glas habe, von 10 Euro. Bei euch sind es 15 Euro. Wollte ich gerade mal fragen, ja, wo man den einsortiert. Ja, und da finde ich jetzt beide, also auch den ich jetzt habe, auf jeden Fall angemessen und einen sehr schönen Trinkwein begleitend zum Essen, würde ich jetzt mal sagen. Also ich würde dazu was in irgendein Fischgericht zu mir nehmen. Ja. Also für Sushi, aus Sushi-Begleitung muss ich sagen, fehlt es mir ein bisschen, also es passt, keine Frage, schon allein aus dem Grund, weil Sushi, wenn wir jetzt von üblichen Sushi reden, also mit Fisch, ja, mit rohem Fisch, Thunfisch vor allem und Lachs, das sind beides sehr fettreiche Fische. Und die hohe Säure im Riesling passt eigentlich, oder sagen wir mal so, grundsätzlich Wein-Speisen-Kombination, fette Gerichte vertragen immer ganz gut säurebetonte Weine, weil die Säure eben das Fett lockert, wenn man es jetzt mal platt sagen möchte. Ja, das ist eine ganz gute Ergänzung, weil es in Summe dann sich eben nicht ganz so schwer anfühlt. Aber als Sushi-Begleitung finde ich zum Beispiel Sauvignon Blanc, insbesondere aus Neuseeland, eigentlich immer sehr, sehr gut, weil dort eben diese Paprika-Grasnoten viel, viel stärker sind, was eben gut zu den Algenblättern passt, in denen Sushi eigentlich eingewickelt ist. Und der Wein ist mir jetzt eigentlich, man tut ja die Aromen oft so farblich einsortieren, der Wein erinnert mich jetzt eigentlich so gut wie gar nicht an grüne Aromatik. Ich bin ja eigentlich eher so im gelben Bereich. Ja. Also wir hatten zwar gesagt vorher grüner Apfel, ja, es ist eine Apfelfrische mit drin, gar keine Frage. Aber ich würde sagen, jetzt rein geschmacklich ist es für mich jetzt vielleicht eher tatsächlich so ein Boskop-Apfel und nicht jetzt mehr dieser Granny Smith, wenn man jetzt die beiden Apfelsorten mal nimmt. Und zu Sushi mit dieser Alge passt halt einfach was etwas besser, noch besser vielleicht, wo diese grünen Aromaten von Heu, Paprika, weißer Johannisbeere passt zu diesem Algen-Meeresgeschmack eigentlich fast noch mal besser. Aber der Wein, den wir jetzt hier im Glas haben, der ist auf jeden Fall mineralisch und diese leichte Salzigkeit, die man ja in dem Wein auch schmeckt, trotz des Holzfassausbaus, passt natürlich dann auch wieder letzten Endes zu dem Meercharakter von Sushi. Also es ist sicherlich keine schlechte Wahl gewesen zu Sushi, aber ich persönlich hätte jetzt da noch eher was Grüneres vielleicht dazu. Was fällt dir so ein? Ja, also was der Jürgen auch gern trinkt, der Klassiker ist eigentlich zu Sushi ist Sauvignon Blanc. Nee, ich meine andersrum, zu dem Riesling,
Ach so, ja, das ist, also ich könnte mir da jetzt auch irgendwelche Salate gut vorstellen, sei es jetzt auch zum Beispiel garniert mit Mangos oder sowas, ja, wo vielleicht so ein bisschen eine tropische Note mit reinkommt oder auch einfach ein Obstsalat oder generell was Leichteres. Es ist, Riesling trinkt man bei uns ja ehrlich gesagt oft ja auch aus Standalone-Wein, ist ja jetzt nicht immer nur bei uns also in der Trinkkultur als Essensbegleitung wie in vielen anderen Ländern. Wir trinken ja Wein auch einfach so. Und er ist schon ein Allround-Talent, ja, weil er jetzt eben nicht so säurebetont ist und damit seinen Einsatzzweck als Austernbegleitung oder Salatgangbegleitung eingrenzt, sondern durch das, dass der Wein jetzt ein bisschen breiter kommt und auch von den vom Geschmacksprofil, was für mich jetzt einfach reife Früchte, gelbe Früchte sind, ist sein Einsatzspektrum für mich jetzt schon auch ein bisschen breiter, wie jetzt eben nur an der Salatbar oder in der Meeresfrüchte-Ecke. Ja. Ja, okay. Was glaubst du, warum sie den ins Holzfass machen? Will man da mehr, also quasi den Geschmack ein bisschen schwerer machen oder vollmundiger oder warum macht man das beim Weißwein? Ja, ist eine gute Frage. Also im Grunde hat der Winzer ja eine relativ große Bandbreite an Werkzeugen oder Möglichkeiten, jetzt den Weinstil zu beeinflussen. Und jetzt im Vorgespräch hat man es ja ganz kurz auch, dass der Nils das noch gar nicht so lange macht. Und ich kenne ihn jetzt zwar nicht oder noch nicht, aber in der Regel ist es natürlich schon so, dass man auch ein bisschen erstmal herausfinden muss, was sein Lesegut oder seine Weinberge, die er hat, an Material liefert. Dann möchte er wahrscheinlich vielleicht auch noch ein bisschen probieren. Ich möchte jetzt nicht sagen experimentieren, weil das immer so ein bisschen despektierlich klingt, aber natürlich versucht er jetzt auch ein paar Möglichkeiten erstmal herauszufinden, was ihm vielleicht am besten selber gefällt oder welche Stilistiken er einfach auf die Flasche bringen möchte. Und da ist er sicherlich, wenn er es jetzt 4-5 Jahre jetzt macht, was der Fabian vorher gesagt hat, ist er sicherlich noch in der Findungsphase. Das würde mich überraschen, wenn er jetzt da schon am Ende seines Winzerskönnens da angekommen ist. Aber grundsätzlich ist es so, mit Holzfassausbau versucht man einfach, den Wein insgesamt harmonischer, ausbalancierter zu machen und natürlich auch ein bisschen mehr Komplexität reinzubringen, indem dass man zum Beispiel die Holzaromen den Wein spendiert. Haben wir jetzt hier nicht. Aber wie gesagt, der Sauerstoff lässt den Wein einfach ein bisschen schneller reifen und ein bisschen runder, ein bisschen breiter, ein bisschen fetter erscheinen. Ja. Und das ist dann schon so, dass man aus Winzer einfach sagt, wenn man jetzt in einem Traditionsanbaugebiet ist, wo vielleicht der Rebsortenspiegel nicht so umfangreich ist, sondern dass es eben 3-4 Rebsorten gibt, die dort einfach sehr, sehr gut funktionieren, die von der Historie raus her dort gefragt sind und nachgefragt sind, dann versucht man natürlich schon durch die Kellerarbeit, durch den Ausbau des Weins eine gewisse stilistische Bandbreite anzubieten, dass eben auch mehrere Geschmäcker getroffen werden. Ja. Und je höherpreisig so ein Wein generell ist, desto aufwendiger wird eben auch der Weinausbau und dann kommen eben auch eben Holzfässer zum Einsatz. Also das sind mehrere Kriterien meiner Meinung nach, warum man jetzt das macht. Aber wenn sowas gemacht wird, wie jetzt bei dem mit Holzfassausbau, dann versucht man natürlich da schon immer auch irgendwie so ein bisschen das Aushängeschild des Weinguts vielleicht zu machen, eben was Besonderes, Aufwendiges. Und mit 15 Euro, ich meine, ist immer die Frage dann, was darf guter Wein kosten? Aber es sei ihm auch gegönnt, tendenziell, würde ich jetzt sagen, ist er damit vielleicht ein bisschen über dem Durchschnitt, was er da verlangt. Aber ich denke, es ist durchaus angemessen. Und gerade wenn man jetzt neu anfängt, dann muss sich das ja auch irgendwie tragen, das Ganze. Ne? Gar keine Frage. Was trinkt er so aus für Wein normalerweise? Ich habe das noch nie so überschlagen, aber... Pro Flasche meine ich jetzt eher, wo so da der... Ja, ich glaube, 15 Euro ist schon so ein ganz guter Schnitt, würde ich sagen. Mhm. Aber wie gesagt, ich bestelle jetzt wirklich auch nicht so die Masse an Wein. Also es ist tatsächlich schon so, dass ich versuche, da das eher so ein bisschen zu reduzieren und dafür auch ein bisschen auf die Qualität zu achten. Weil also für mich ist 15 Euro jetzt für eine Flasche Wein schon auch irgendwie eine nennenswerte Stange Geld.
Und das darf dann, also hin und wieder sind es auch mal 25, aber manchmal sind es dann auch 8 Euro. Ja, so in dem Bereich. Bei dir, Jürgen? Ja, ist ziemlich ähnlich, würde ich sagen. Also ich habe so hin und wieder, gibt es ja so von diverse österreichische Winzer, vor allem im Rotweinbereich, gibt es so Granaten, da ist einmal Flaschen so bei zwischen 35 und 40 Euro dann. Was hast du für Namen? Was fällt dir da gerade ein? Was habe ich da? Bärenreiser zum Beispiel, ist ein Klassiker, den ich da ganz gern trinke. Der Phantom ist bei mir sehr beliebt und jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Ganz im Osten vom Burgenland. Paul Axe? Nein, Axe nicht. Nein, fällt mir noch ein. Komme ich später nochmal drauf zurück. Ja, Krutzler. Krutzler, ja. Bellarex. Ja, also man muss halt schon einfach sagen, dass wir in Deutschland oder ich denke, in gewissen Abstrichen gilt das vielleicht auch für Österreich, aber wir haben halt schon einen Weinmarkt, der vom Preisniveau her schon eher als niedrig anzusehen ist. Ne? Und im Einzelhandel gibt es halt zwei Schallmauern. Das eine ist 5 Euro und das andere sind 10 Euro. Und jenseits von 10 Euro findet mengenmäßig nicht mehr wirklich viel statt. Ja. Ja. Ich kann nur, falls hier Hörer gibt, die hier aus der Region kommen, vom Nils noch den Müller-Thurgau Alte Reben empfehlen. Ah ja. Die gibt es für 8 Euro und es ist wirklich ein sehr guter, sehr angenehmer, erfrischender Müller-Thurgau. Wie ich finde, tatsächlich über die alten Reben nochmal ein bisschen spannender als der in Anführungszeichen normale Müller-Thurgau, den er auch hat. Und den ich aber auch immer wieder gerne mitnehme, der kostet 6-7 Euro, den man auch ja super als leichten Sommer-Aperitif Grillwein trinken kann. Ja. Der Müller-Thurgau ist natürlich eh eine relativ spannende Rebsorte. Ich habe ja in Episode 12 von meinem Podcast vom 27.07.2019, Ausgabe 12, war White und Pink Port, aber ich habe immer einmal noch den Wein der Woche dann noch mit drin. Und da hatte ich ja von dem Weingut Stahl den Damaszener Stahl Hasennest aus Müller-Thurgau vorgestellt. Kommt aus der anderen Ecke vom Franken, also es ist fast bei Rothenburg ob der Tauber dort unten, also jenseits vom Steigerwald schon fast. Ganz andere Ecke, ganz andere Böden, aber trotzdem Franken, das macht es natürlich immer ein bisschen verwirrend dann für die Einsteiger. Aber der Müller-Thurgau war auch total faszinierend. Ja. Also es ist tatsächlich eine Rebsorte, ich habe es damals ja schon gesagt, die jetzt nicht unbedingt den Ruf hat, Wahnsinnsqualitäten zu liefern. Aber wenn man es mit Ernst betreibt und stark Erträge reduziert, dann funktioniert es schon sehr, sehr gut. Ja. Und alte Reben, da schließt sich dann der Kreis wieder. Was heißt alte Reben? Der Begriff ist natürlich nicht geschützt. Es gibt keine festgelegte Grenze, ab wann eine Rebe als alt gilt. Meistens ist es so, dass man damit Rebanlagen meint, die 25 Jahre plus alt sind. Ja. Der Fakt ist einfach, dass je älter eine Rebe wird, desto weniger ertragsreich wird sie. Dafür geht man davon aus, dass alte Reben halt mehr Konzentration liefern und weniger Masse. Und deswegen wirken jetzt Weine von alten Reben oft halt dichter, konzentrierter, komplexer, spannender wie jetzt normale und gerade bei so Rebsorten wie Müller-Thurgau, die ja eigentlich Massenreben waren, macht sich das vielleicht dann insbesondere bemerkbar. Aber wird das häufig ausgewiesen? Also mir ist das bisher selten aufgefallen, aber das alte Reben auf dem Etikett schon. Ja. Schon häufiger, ja. Ja, okay. Was ich noch ganz spannend fand, aber das, wer weiß, vielleicht erzählt der Nils Hohnheit da selber mal was zu. Er wird jetzt, ich glaube, in diesem oder nächsten Jahr neu anlegen, neue Reben und überlegt dann natürlich, was er pflanzen wird, weil sich das Klima verändert. Wir haben ja jetzt hier auch unheimliche Trockenheitsprobleme im dritten Jahr. Ja. Gleichzeitig ist er natürlich so als, was das Weingut eben angeht, so Traditionswinzer, will er sich, glaube ich, so ein bisschen auch an die Traditionsreben halten oder zumindest auch an den
allen Markt und schielt immer mit einem Auge, habe ich so den Eindruck, auch auf den internationalen Markt. Mhm. Da würde sich dann vielleicht auch ein Chardonnay verkaufen oder sowas. Aber ich glaube, er zögert einfach nur, weil er hier halt so ein bisschen auf den lokalen Markt angewiesen ist, vermutlich. Ja. Das finde ich noch eine sehr interessante Frage. Die kann ich jetzt nur mal so in den Raum werfen, weil ich mich selbst da auch viel zu wenig jetzt im Marketing und im Verkauf von Wein auskenne. Aber es ist natürlich eine Frage, die sich ein Winzer oder Jungwinzer stellen muss, wenn er eine Entscheidung darüber fällt, was er jetzt also anlegen will, um dann auch über den nächsten 10, 20, 30, 40 ja, Jahre was davon zu haben. Mhm. Ja. Ja, ich meine, grundsätzlich ist es so, dass natürlich das Pflanzen einer neuen Rebeanlage eine Entscheidung ist, die, sage ich mal, mindestens die nächsten 10 Jahre betrifft, ja, weil die ersten 2, besser 3 Jahre kann man die Weine eigentlich nicht verwenden von einer neuen Anlage, weil da einfach die Pflanze zu jung ist und kein vernünftiges Lesegut quasi produzieren kann. Der erste Jahrgang, wer dann zu Wein gemacht wird, ist der sogenannte Jungfernjahrgang. Den kann man eigentlich getrost vernachlässigen, auch wenn der Name vielleicht irgendwie verlockend klingt. Aber im Prinzip ist der Wein dann eher nichts. Und ja, das ist natürlich immer die Frage. Ich meine, jetzt mit Klimawandel, Klimaveränderung, wird man irgendwann in die Ecke kommen, wo es im Riesling einfach hier zu warm wird. Ja, ich meine, noch sind wir in der Phase, wo wir von der Klimaerwärmung in Bezug auf Weinbau auf jeden Fall profitieren. Die Anzahl der guten, sehr guten Jahrgänge pro Dekade hat spürbar zugenommen. Also wir haben jetzt pro Jahrzehnt mindestens 6 bis 7 Jahrgänge, die als sehr gut oder herausragend gewertet werden. Das liegt einfach an der zunehmenden Wärme- und Sonneneinstrahlung. Das war vor 50 Jahren nicht so. Da hat man vielleicht 2 bis 3 Jahrgänge, die als besonders gut deklariert worden sind. Da gab es auch Jahrgänge, wo es Totalausfälle gab im Wesentlichen. Das ist heute gar nicht mehr denkbar. Aber wenn man jetzt das in 30 Jahre noch extrapoliert, dann kann man viel noch im Weinberg machen, um die Effekte zu puffern. Aber irgendwann wird natürlich schon die Entscheidung anstehen, muss man auf andere Rebsorten setzen wie bisher. Und davor stehen eigentlich alle Weinbaunationen jetzt in der alten Welt, dass dort ihre Steckenpferde irgendwann in Bedrängnis kommen werden. Ja. Und ich meine, dann kommt noch diese kleinteilige Überlegung dazu, mache ich das Gleiche wie alle anderen, nur besonders gut, oder mache ich alles anders wie die anderen und fall deswegen auf? Also das ist schon immer so ein bisschen ein Spannungsfeld. Und gerade die kleinen Weingüter, die ich so kenne, die haben natürlich einen riesen Anteil an Stammkundschaft älteren Jahrgangs, und die wollen sie natürlich nicht vergraulen, weil das eine relativ konstante Einnahmequelle ist, die ihnen auch, wenn man ehrlich ist, auch über die Jahre hinweg bringt, auch wenn die Jahrgänge vielleicht mal nicht so gut ausfallen. Also da hat man einfach eine konstante Einnahmequelle. Die will man natürlich, das heißt durch Preiserhöhung oder durch stilistische Anpassungen, eigentlich nicht vergraulen. Ja. Das ist halt das Spannungsfeld, wo die Winzer stecken. Ja. Ja. Hast du da den Eindruck, Florian, dass jetzt gerade in Deutschland das auch so ist wie in Österreich, dass die Jungwinzer gerade so angreifen, unter Anführungszeichen? Weil man liest ja ständig zum Beispiel jetzt bei uns in der Gegend, die nächste Generation hat übernommen, will irgendwas neu machen. Vor allem auch im Design des Etiketts schlagt sich das ja sehr oft wieder. Und das Spannende ist ja, weil du vorher gesagt hast, es gibt diese 2 Schallmauern, aber wenn man jetzt irgendwie im Supermarkt steht oder was bestellt, ist es ja schon häufig so. Also man will es natürlich nicht, aber ich nehme mich da selber nicht aus. Irgendwie steht man dann doch, cooles Etikett, hört sich spannend an. Also es läuft ja dann doch auch wieder viel über Marketing bei Wein, ne? Ja, da hast du jetzt natürlich viele Aspekte angesprochen. Also zum einen ist der Begriff Jungwinzer natürlich schon ein Begriff, der inflationär jetzt verwendet worden ist die letzten 10, 15 Jahre. Also ist schon auch so ein schickes Branding irgendwie. Jungwinzer, und dann gab es auch Vereinigungen von Winzern, die jungen Wilden oder sonst irgendwas. Und in der Tat ist es schon so, dass kontinuierlich natürlich Höfe übernommen werden und von der Kindergeneration dann quasi
geführt werden. Ein größerer Bruch war es meiner Meinung nach vielleicht vor 20 bis 30 Jahren, als dann da ging es los, dass in Deutschland in erster Linie die Kinder zum Studieren, insbesondere nach Geisenheim gegangen sind, die Nummer 1 Ausbildungsuni für Weinbau in Deutschland. Und die kamen natürlich dann mit viel Know-how und neuen Techniken nach Hause. Und da gab es natürlich dann schon oftmals familieninterne Konflikte, weil die Kinder dann auf einmal alles anders machen wollen wie der Vater. Ja. Und das haben einige Betriebe sehr, sehr gut hinbekommen. Bei manchen hat es nicht so funktioniert. Das ging dann so weit, dass es tatsächlich auch familiäre Probleme gab. Und das ist sicherlich eine Herausforderung. Also ich kenne einige Betriebe, dort teilt sich jetzt quasi im positiven Sinn der Vater mit dem Sohn oder Tochter das Weingut und jeder macht so seine Weinschiene, die er für richtig hält und beides findet Anklang, ja. Da muss jeder Betrieb für sich selber irgendwie eine Herangehensweise finden. Und natürlich, gerade in Deutschland ist es so, die alten Weinetiketten da mit altdeutscher Schrift und so weiter und irgendwo ist noch ein Adler drauf und irgendwelche lustigen Lagenbezeichnungen. Gibt auch heute noch einzelne Top-Weingüter, die diese nostalgischen Etiketten, würde ich jetzt mal sagen, beibehalten aus Markenzeichen. Ich kann mit beiden was anfangen. Ja. Interessant ist für mich oft bei spanischen Wein im unteren Preissegment, dass dort die Etiketten wahnsinnig künstlerisch gepimpt sind. Und dann denke ich mir oft, vielleicht weniger ins Etikett investieren und mehr in die Weinqualität. Also dort merkt man schon, dass halt eben genau der Effekt, was du beschrieben hast, jeder Standplatz im Einzelhandel im Regal ist hart umkämpft. Wenn man keine Umsätze liefert, fliegt man aus dem Regal wieder relativ schnell raus. Und die meisten haben nicht wirklich fundierte Weinkenntnis, ist auch nicht schlimm. Deswegen gibt es ja so Podcasts oder Weinseminare. Und die andere Seite ist leider, dass die Angestellten auch keine große Hilfe sind im normalen Lebensmitteleinzelhandel. Das heißt, was bleibt dem Kunden? Er braucht ein Etikett, was ihn aus 10 Meter Regal anschreit und irgendwie ins Auge fällt. Ja. Ah. Und da muss man einfach sagen, das ist verständlich, aber diese Art von Etiketten würde ich jetzt nicht 1:1 als Qualitätsgarant, um es mal vorsichtig zu sagen, heranziehen. Ja. Es ist schwierig. Ich meine, sobald dann eine Medaille oder irgendwie eine Auszeichnung oder Punkte erwähnt sind, da verkaufen sich die Weine einfach wie geschnitten Brot, weil sehr, sehr viele Konsumenten einfach das als Anhaltspunkt nehmen, in der Entscheidung Wein zu kaufen, ob irgendjemand oder irgendwann mal jemand seinen Senf zu diesem Wein gegeben hat. Und wenn da eine Gold-, Silber- oder Bronzemedaille noch drauf ist, dann muss es ja was Gutes sein. Ja. So ist die Realität leider. Ja, ich bin selber auch schon als Etikettentrinker beschimpft worden. Ja. Damit meint man ja normalerweise Leute, die nur die ganz großen Namen trinken. Nee, das waren jetzt nicht die großen Namen, aber es war auffällig, dass ich am Anfang meine Auswahl dann auch ein bisschen gerichtet habe. Ja, aber. Und da wurde mir erzählt, wenn man sie auskennt, gibt es für den halben Preis einen, der deutlich besser ist, von einem unbekannten Winzer aus der Gegend. Ja. Aber das ist genau das, was ich finde, was das Credo aller Leute sein sollte, die Wein verkaufen oder die ich jetzt auch mit meinem Podcast oder mit den Seminaren auch versuche zu vermitteln, ist einfach, der Kunde hat das Recht und den Anspruch drauf, eine Beratung zu bekommen, dass er einen Wein bekommt, der für ihn das bestmöglicherweise nicht, aber zumindest ein gutes Preis-Genuss-Verhältnis bekommt. Ja. Da sind wir dann immer bei dem Thema, heißt mehr Geld gleich bessere Qualität. Da gibt es einen Zusammenhang, aber das ist sicherlich keine 1:1-Relation. Aber ich muss eben von den Leuten, die mir jetzt Wein verkaufen wollen, schon erwarten dürfen, dass die mir einen Wein empfehlen, der für das Geld, was ich ausgeben möchte,
das Optimum an Qualität einfach liefert. Das ist eigentlich das, was ich erwarten würde, wenn ich jetzt irgendwo Wein kaufen gehe. Da ist der Fachhandel sicherlich besser wie der Lebensmitteleinzelhandel. Aber es bedarf natürlich viel Kenntnis. Aber das sollte eigentlich der haben, der den Wein verkauft, eben zu sagen, für das Geld, was du ausgeben willst, für den Anlass, wo du den Wein verwenden möchtest, für den Geschmack, der dir gefällt, sind die drei Weine das, was du für dein Geld am besten bekommst. Das wäre eigentlich das, was wünschenswert wäre. Das stimmt. Hat die Erfahrung von euch beiden einer schon mal gemacht? Nein. Du meinst mit guter Beratung? Ja. Tatsächlich muss ich sagen, dass ich beim Wein & Co. in Salzburg da sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Da sind häufig so studentische Aushilfen, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die kriegen ja recht gute Schulungen. Und die haben auch jedes Monat, glaube ich, so 15 Weine ungefähr offen, die man probieren kann. Und da habe ich tatsächlich ein, zwei Verkäufer gehabt, wo ich wirklich gesagt habe, das und das hätte ich gern, diese Preisklasse. Und das war, sage ich mal, so ein 85-prozentiger Treffersatz eigentlich. Also war echt gut. Wie schaut es bei dir aus, Fabian? Ja, ich kann das nicht behaupten. Also ich habe sowas noch nicht erlebt und mir fehlt sowas tatsächlich auch, weil ich schon einiges an Geld versenkt habe in Weine, die halt einfach mir nicht unbedingt gefallen haben. Du hast mir die falschen Leute getrunken vielleicht, Fabian. Das kann auch sein. Ja, zu Wein und Co. muss man sagen, ich will jetzt keine Werbung da explizit machen für den, aber es ist sicherlich ein Händler, der sehr, sehr gut ist. Hat er jetzt auch einen neuen Geschäftsführer bekommen das letzte Jahr, der Willi Klinger. Das war einer, der mir damals 2015 auch mal eine Graduierungsurkunde überreicht hat auf Schloss Vollraths nach dem Bestehen vom Weinakademiker. Und der war bis er wieder bei Wein & Co. angefangen hat, weil ich glaube, das hat er mitbegründet, war er der Chef der österreichischen Weinmarketing, der ÖMV, der quasi der Betriebsverband der österreichischen Weinhersteller. Und insofern steht er natürlich wie kaum ein Zweiter für Qualität und hat sich immer für die Qualitätssteigerung in Österreich stark gemacht. Und dass er jetzt dort Chef wird von einem Weinhändler, der jetzt sich im Ladengeschäft vor allem hervortut mit guter Beratung, wundert mich jetzt nicht, ja, weil das natürlich schon von oben auch vorgegeben wird, wie gut sich die Angestellten auskennen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der Willi dort sehr, sehr viel Wert drauf legt und das in Zukunft vielleicht nochmal extra herausstreichen wird. Der Wein, das bringt mich zum. Wenn wir nochmal ganz kurz auf den Wein aktuell kommen, den wir jetzt im Glas haben, steht trocken auf dem Etikett. Jürgen, was würdest du sagen, weil du hast denselben Weinglas wie ich. Würdest du sagen, der Wein ist trocken? Würde ich jetzt sagen, ja. Würdest du sagen. Fabian, du weißt es ja noch, wie er schmeckt. Ja. Also der Wein hat schon eine ordentliche Restsüße. Ja. Also trocken heißt bis 9 Gramm Zucker pro Liter Wein erlaubt im Wein, um ihn als trocken zu bezeichnen. Und geschmacklich würde ich sagen, ist der Wein eher am oberen Ende von trocken. Also mich nicht wundern, wenn der jetzt 7 Gramm Zucker oder so hat. Der ist schon vorsätzlich mit guten Portionen Restzucker ausgebaut, die Säure auch ein bisschen auszubalancieren. Ja. Aber wird das gemacht, damit er runder schmeckt dann? Ja, genau. Gefälliger, je mehr Zucker, desto gefälliger ist der Wein, ganz pauschal. Ich lese gerade übrigens hier, es steht deutscher Prädikatsweinkabinett. Ne? Das wäre jetzt so ein Lesegut gewesen. Zwischen 75 und 85 Grad Öxle. Das ist die erste Prädikatsweinstufe. Also, wobei er mir von der Stilistik her, würde ich sagen, tatsächlich, es liegt jetzt aber vielleicht auch im Holzfassausbau, schon einen Tick Richtung Spätlese geht, liegt vielleicht auch daran an dem Restzucker, wie ich es gerade beschrieben habe, weil Kabinettstile sind eigentlich sehr säurebetont und viel schlanker. Also, das ist jetzt eigentlich nicht das typische Kabinettsgeschmacksprofil, was ich jetzt erwarten würde. Und dieses enthält Sulfite ist eben ein Aspekt, der kennzeichnungspflichtig ist, weil Sulfite
ein Reizstoff sind, wo es allergische Reaktionen gibt. Deswegen muss jeder Wein, der mit Schwefel stabilisiert ist, muss zum Beispiel gekennzeichnet werden. Und da bringst du mich auf einen interessanten Punkt, weil nämlich ich in der Ausgabe 22 vom 22.02. diesen Jahres hatten wir im Podcast genau das Thema ungeschwefelte Weine, Weine ohne Schwefelzusatz und haben dort zwei Weine probiert, wo der Schwefel nicht eingesetzt worden ist, um den Wein zu stabilisieren. Und die Weine schmecken dann tatsächlich doch deutlich anders. Ja, man lernt nie aus, gell? Das ist das Schöne an dem Thema, ja. Also mir schmeckt er auf jeden Fall, weil ich bin ja munter vor mich hintrinken. Ja, also es geht mir ähnlich. Habe ich schon. So, dann sind wir auch schon wieder am Ende angekommen unserer Online-Weinprobe. Ich hoffe, es war für euch unterhaltsam und nicht so langatmig oder langweilig. Wenn ihr, wie gesagt, Lust auf sowas habt, meldet euch bei mir auf einen der Kanäle oder Social Media oder ganz altmodisch per E-Mail. Dann finden wir einen Termin und ein Thema und dann können wir sowas auch mal gemeinsam machen und besprechen einen Wein deiner Wahl oder über ein Thema deiner Wahl. Ansonsten hoffe ich, euch bei der nächsten Ausgabe von Wein verstehen leicht gemacht begrüßen zu dürfen. Das wird am 6. Juni sein und dort geht es dann um die sogenannten Piwi-Rebsorten. Das steht für pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Was genau das ist, erkläre ich euch dann in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch wie immer genussreiche Grüße aus München. Euer Florian. Ciao, Servus.